Willkommen zur nullten Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrumbunker. Und unser Thema Nummer 1 heute ist das Vogelgrippevirus H7N9, von dem die Weltgesundheitsorganisation inzwischen 33 bestätigte Fälle und 9 Tote meldet. Das ist aber noch nicht so viel. Um ein echter Pandemieerreger zu werden, muss sich H7N9 erst mit einem Säugetiervirus rekombinieren und dann wird es möglicherweise von Mensch zu Mensch übertragen und dann werden wir möglicherweise tatsächlich alle sterben. Das ist noch nicht passiert, insofern brauchen wir uns über eine Pandemie noch keine Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz hat jetzt ein Angehöriger der chinesischen Armee öffentlich behauptet, das Virus sei eine amerikanische Biowaffe. Angesichts der Tatsache, dass es beim derzeitigen Ausbreitungstempo etwa eine 500.000 Jahre dauern würde, um eine Stadt wie Shanghai auszurotten, wäre das Virus sowas wie Apple Maps der biologischen Kriegsführung. Das wiederum klingt nicht so ganz unplausibel. Es hat sich außerdem herausgestellt, dass Hummeln schlauer sind, als man ihnen bisher zugetraut hat. Zugegebenermaßen ist das nicht allzu schwer. Wissenschaftler haben entdeckt, dass einerseits Hummeln tatsächlich die elektrischen Fußabdrücke ihrer Artgenossen auf Blüten erkennen können und entsprechend sehen können, ob diese Blüten schon ausgelutscht worden sind. Auf der anderen Seite haben Forscher jetzt auch festgestellt, dass Hummeln sich bei Artgenossen tatsächlich abgucken können, welche Blumen aussichtsreich sind und welche nicht. Also konkret gucken sich Hummeln dann bei anderen Hummeln ab, in welchen Blüten besonders süßer Nektar ist. Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass die Hummeln nicht nur das Verhalten anderer Hummeln imitieren, sondern eben, wenn sie dann feststellen, dass der Nektar doch nicht so süß ist wie erwartet, auch ganz einfach zu dem Schluss kommen können, dass andere Hummeln einfach ein bisschen doof sind. Und zuletzt breiten sich ja die Bettwanzen ein bisschen stärker aus. Und da haben sich Wissenschaftler jetzt ein Gegenmittel überlegt. Und zwar auf der Basis eines alten Tricks vom Balkan. Dort streut man nämlich Bohnenblätter rund um von Bettwanzen bedrohte Betten aus. Und die Bohnenblätter haben eine besonders beschichtete Oberfläche, nämlich mit kleinen spitzen Härchen, die die Bettwanzen erst festhalten und dann ihre Füße durchbohren, sodass die Bettwanzen auf diesen Blättern hängen bleiben und nicht mehr wegkommen. Jetzt haben also die beteiligten Forscher diesen Mechanismus mit Hilfe von Polymeren nachgebildet und eben eine Polymerschicht entwickelt, die diese kleinen Häkchen auch hat und deswegen Bettwanzen festhält. Das ist schon nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass es nicht reicht, einfach einen Ring aus diesem Polymer ums Bett zu ziehen, weil Bettwanzen eben auch an den Wänden hochklettern und sich von der Decke auf die arglosen Schläfer fallen lassen. Jetzt könnte man natürlich die Decke eben auch mit diesem Polymer beschichten. Nur das würde dann darauf hinauslaufen, dass die Zimmerdecke früher oder später mit hunderten zappelnden, festhängenden Bettwanzen bedeckt ist. Und ich persönlich habe meine Zweifel, dass sich diese Art der Zimmerdekoration auf Dauer durchsetzt. Ja, das war die nullte Folge von Wir werden alle sterben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid.